Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der dieswöchigen Idrascha. Ich möchte diese Idrascha in Verbindung bringen, auf verständliche Art und Weise, mit der Situation, in der wir uns im Moment hier in Israel befinden, einer sehr schwierigen Situation, die aber nicht nur uns Juden hier in Israel betrifft, sondern auch die jüdische Bevölkerung weltweit. Eine Situation, die schwierig ist, weil im Moment zum ersten Mal in Israel seit vielen Jahren sich eine zweite Front geöffnet hat. Nicht nur, dass wir mit Raketen von außen bedroht werden, mit Hunderten von Raketen täglich, sondern es hat sich eine zweite Front innerhalb von Israel aufgetan, dass die Spannungen zwischen der jüdischen und der arabischen Bevölkerung so groß geworden sind, dass diese beiden Bevölkerungsteile aufeinander losgehen, sich auf eine Art und Weise verhalten, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Es ist vom moralischen her gesehen, vom jüdisch-moralischen her gesehen, sehr beängstigend zu sehen, dass auch auf jüdischer Seite Menschen fähig sind, auf andere Menschen loszugehen, nur weil sie einer anderen Religion, weil sie einem anderen Volk angehören und bereit sind, an ihnen ein Lynch vorzunehmen. Ich möchte deshalb diese Drascha in Verbindung bringen mit einem Gedanken, der auch für Shavuot, für das Wochenfest, das wir nächste Woche begehen werden, ganz in direktem Zusammenhang steht. Die Tora berichtet unmittelbar einige Wochen nach dem Auszug aus Ägypten, wir werden diesen Teil auch am Montag vorlesen aus der Tora, während des Shavuot-Festes, dass das Volk ausgezogen ist aus Ägypten. Vachodesh ha-Shlishi lezeit bnei Israel meretz Mitzrayim, als das Volk Israel im dritten Monat nach Nisan, das ist der Monat, der gestern begonnen hat, also der Monat Sivan, Bar-Midbar Sinai, sind sie, und wir müssen bemerken, es wird hier ein Plural, eine Mehrzahl verwendet, sind sie, alle diese unterschiedlichen Mitglieder des Volkes Israel, sind sie in die Wüste Sinai gekommen. Vaisum Refidim, sie sind abgereist von dem Ort, an dem sie sich befunden haben, Refidim, Vayavo Midbar Sinai, jeder mit seinen Gedanken, sind sie alle, dieses ganze Volk, sind sie in die Wüste Sinai gekommen, Vayachanu Bamidbar, und sie haben ein Lager aufgebaut in der Wüste. Und dann geht der Vers interessanterweise vom Plural in die Einzahl über. Vayichan Sham Yisrael Neged Hahar. Es wird nicht mehr im Unterschied zu bisher ein Plural verwendet, sondern ein Singular, eine Einzahl. Das Volk Israel ruhte in der Nähe des Berges, in der Nähe des Berges Sinai, an welchem dann die Tora offenbart werden wird. Das bedeutet, und so können wir es verstehen, wie Rashi auch, dass da eine Einheit entstanden ist in dieser speziellen Situation, wie Rashi gestützt auf den Midrash sagt, Ke'ish Echad, Belev Echad. Es war eine Vereinigung des ganzen Volkes da. Sie fühlten sich wie eine Person, wie mit einem Herzen. Wenn ein ganz besonderes Ereignis bevorsteht, dann erinnern wir uns, dass wir zusammengehören, trotz der großen Unterschiede, die innerhalb von unserem Volk zu finden sind. Wenn die Tora offenbart wird, dann verschwinden für eine gewisse Zeit die unterschiedlichen Weltanschauungen, Meinungen, seien sie politischer, religiöser oder irgendeiner anderen Natur, dann entsteht eine Solidarität im Volk Israel. Ich meine, dass das auch jetzt gefordert ist. Wir sind uns nicht einig. Jeder hat seine politischen Meinungen, auch wie mit diesem Konflikt umgegangen werden soll, was falsch gemacht wurde, was besser gemacht werden könnte, wie wir uns verhalten sollten. Aber im Moment, in dieser herausfordernden Situation, in der wir uns befinden, wie gesagt, sowohl in Israel selbst wie auch außerhalb, müssen wir uns erinnern, dass wir ein Volk sind.
dass wir zusammengehören, dass wir zusammen reagieren sollen, damit wir eine innere Stärke und auch eine äußere Stärke entwickeln können mit dieser Zusammengehörigkeit, mit der gegenseitigen Solidarität. Ich möchte versuchen, diese Zusammengehörigkeit im gemeinsamen Handeln, im Umgang in dieser Situation zu illustrieren mit einer der sehr bekannten täglichen Vorschriften, die in der Tora damals beim Berg Sinai offenbart wurden, nämlich mit der Vorschrift der Tfilin, der sogenannten Gebetsriemen. Wie Sie wissen, wird vorgeschrieben, dass für dieses Gebot zwei kleine Kästchen, eines auf dem Kopf und eines auf der Hand, aufgelegt werden sollen und mit Lederriemen befestigt werden. In beiden diesen Kästchen befinden sich vier Abschnitte aus der Tora, geschrieben auf Pergamentstücken und dann gerollt und eingelegt in diese Kästchen. Beide Kästchen beinhalten dieselben Parshiot, dieselben vier Abschnitte. Vier Abschnitte aus der Tora, in welchen sich die Vorschrift der Gebetsriemen der Tfilin befindet. Die vier Abschnitte sind aber unterschiedlicher Natur. Sie beinhalten zwar alle, das ist ihnen gemeinsam, die Vorschrift der Tfilin, aber der Kontext ist ein anderer. Er befindet sich, in jeder Parascha befinden sich auch andere Vorschriften, die der Vorschrift selbst, der Tfilin, eine andere Bedeutung geben. Manchmal ist die Vorschrift im Plural, in der Mehrzahl, manchmal ist die Vorschrift in der Einzahl, um auszudrücken, dass diese Tfilin haben verschiedenerlei Aspekte. Also beide Kästchen beinhalten dieselben vier Abschnitte. Es findet sich aber ein kleiner, aber sehr wichtiger Unterschied zwischen den beiden Kästchen. Während auf dem Kopf das Kästchen, das Beit, das Haus, wie es bezeichnet wird, auf Hebräisch, während bei diesem Beit auf dem Kopf die vier Abschnitte voneinander getrennt jeweils in einen separaten Teil eingelegt werden, der auch von außen sichtbar ist, die Unterteilung ist von außen sichtbar, ist es bei der Hand so, dass die vier Abschnitte zusammen auf einem Pergamentstück geschrieben werden, zusammen gerollt und hereingelegt werden. Es wird interpretiert, dass dieser Unterschied für uns von großer Bedeutung ist und ich möchte diese Bedeutung, wie gesagt, in Zusammenhang bringen mit der jetzigen Situation. Wir sind uns im Klaren, dass wenn es ums Denken geht, wenn es um Anschauungen geht, wenn es um die Analyse einer Situation geht, dann sind im jüdischen Volk die unterschiedlichsten Meinungen zu entdecken. Wir sind uns da nicht einig. Jeder hat seinen Teil im Beit. Wenn im Kopf da die Gedanken vor sich gehen, dann finden sich unterschiedliche Aspekte. Es wird der Kontext für jeden von anderer Bedeutung sein. Jeder wird zu anderen Resultaten beim Überlegen kommen. Und das ist berechtigt. Und deshalb werden beim Kopf die vier Abschnitte voneinander getrennt und in unterschiedliche, ganz kleine Teile in die Tfilin, in dieses Beit hereingelegt. Das ist berechtigt. Doch andererseits, wenn es darum geht, dass wir handeln müssen, wenn es nicht der Kopf ist, sondern die Hand, die im Vordergrund steht, dann müssen wir fähig sein, die Unterschiede zusammenzurollen. Dann müssen wir fähig sein, trotz der Unterschied eine Einheit zu bilden. Wir müssen fähig sein, miteinander gemeinsam zu handeln, denn nur gemeinsam, trotz der Unterschiede, denn nur wenn wir gemeinsam handeln, wenn wir gemeinsam kämpfen, wenn wir uns gemeinsam verteidigen, wenn unsere Feinde wissen, sie haben da eine Front, gegen welche sie antreten wollen und es ihnen nicht gelingen wird, diese Front zu durchbrechen. Nur wenn wir fähig sind, trotz der Unterschiede gemeinsam zu handeln, unsere Hände gemeinsam zu benutzen, sie miteinander zu verbinden, nur dann
können wir siegreich sein. Nur dann können wir auf solidarische Art und Weise, wir Juden auf der ganzen Welt, kann es uns gelingen, diese Gefahren von außen wie auch von innen zu überwinden und siegreich zu sein in dieser schwierigen und herausfordernden Situation. Das bedeutet, Solidarität meint nicht, dass wir alle gleich werden müssen. Diese Unterschiede, die zwischen uns bestehen, sind berechtigt und sollen nicht unter den Teppich gewischt werden. Wir haben unterschiedliche Weltanschauungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Beurteilungen der Realität. Dennoch aber, und das ist Solidarität, das ist die tiefere Bedeutung von Solidarität, dass wir trotz der Unterschiede bereit sind, zusammenzuhalten, gemeinsam zu kämpfen und zu zeigen, Vayichan Sham Israel neged Ha'ar, dass wir zusammenhalten in besonderen und vor allem in schwierigen und herausfordernden Situationen. Shabbat Shalom.